So, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Österreichischen Migrationsfonds recht herzlich zum heutigen Abend begrüßen. Mein Name ist Franz Wolf, ich bin Geschäftsführer des Österreichischen Migrationsfonds. Es ist die zweite Veranstaltung in unserer Reihe Gesellschaft im Wandel, was hält uns zusammen? Wir durften in der ersten Veranstaltung Professor Rüdiger Safranski, Philosoph und Autor, Universalgelehrter, begrüßen. Er hat mit uns diskutiert über Themen wie warum ein funktionierender Sozialstaat auch Grenzen benötigt oder wie wichtig das Vertrauenskapital in unserer Gesellschaft ist. Heute freut es uns ganz besonders, Professor Jörg Babarowski zu begrüßen, Historiker, Gewaltforscher, Autor, Professor für Geschichte für osteuropäische Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein Buch Verbrannte Erde hat den Leipziger Buchpreis gewonnen, den Preis der Leipziger Buchmesse, das sich mit Stalins Gewaltherrschaft auseinandergesetzt hat. Sein aktuelles Buch Räume der Gewalt ist eine beeindruckende und aus meiner Sicht sehr düstere Studie über den sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Umgang mit Gewalt. Gewalt, wie er schreibt, welche auch immer eine mögliche Handlungsoption ist. Professor Babarowski hält eine Vielzahl von Vorträgen zu Themen wie Polarisierung in der Gesellschaft, zum Populismus, zur Meinungsfreiheit, zum Umgang mit Flüchtlingen in Europa und auch zur Bedeutung der Rolle von staatlichen Institutionen. Auch ein vielgesehener Fernsehgast in den deutschen Fernsehformaten. Professor Babarowski, es ist eine Freude, Sie heute in Wien begrüßen zu dürfen. Gesprächspartner ist auch heute wieder Rainer Nowak, Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse, seit 2014 Herausgeber derselbigen, mehrfacher Preisträger als Chefredakteur des Jahres und auch Journalist des Jahres. Danke, Herr Nowak, dass Sie auch heute wieder das Gespräch führen werden. Das Gespräch heute soll sich insbesondere auch um die Bedeutung von Vertrauen in die staatlichen Institutionen und den Auswirkungen von Angst und Gewalt auf das Zusammenleben drehen. Zweifelsohne wird das Gespräch aber sicher weit über diese Themen hinausgehen. Ich darf auch abschließend auf die dritte Veranstaltung, die bereits thematisiert ist, hinweisen. Am 10. Oktober wird Philosoph und Autor, einer der größten Denker Österreichs, Konrad Paul Lissmann, zu Gast sein. Wird sicher auch wieder eine sehr interessante Veranstaltung. Im Buch Räume der Gewalt schreibt Professor Babarowski, Menschen handeln und sprechen so, wie es in einer Situation, einem Handlungsraum von ihnen erwartet wird. Dass sie selbst von dieser Analyse abgewichen sind, so ist meine Einschätzung nach zumindest, das hat einerseits zur Aufmerksamkeit geführt, andererseits aber auch zu Angriffen von extremistischen Gruppen, zu Diffamierungen und eine Vielzahl bedeutender Wissenschaftler in Deutschland hat sie dann auch dort verteidigt. Es freut uns sehr, dass wir heute einen sehr spannenden Abend sicher haben dürfen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion, ein spannendes Gespräch zu Beginn und dann die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Diskussion. Danke, dass Sie beiden hier sind und einen schönen Abend. Schönen guten Abend. Das mit den Journalistenpreisen stimmt überhaupt nicht. Das sind Auszeichnungen, die sich Journalisten gegenseitig geben und immer abstimmen. Und das gewinnt dann meistens der Sympathischste oder der harmlosesten ist. Also Sie würden, kann ich mir vorstellen, so einen Historikerpreis oder einen intellektuellen Preis in Deutschland nicht gewinnen. Und zwar nicht, weil Sie es nicht verdienen würden, sondern weil Sie manche Ihrer Kollegen ablehnen würden. Oder zumindest ihnen keinen Preis gönnen würden. Ist das so? Man muss ja auch nicht immer einen Preis haben. Ich bin auch glücklich und zufrieden ohne einen Preis. Ich kann das nicht einschätzen, aber Sie können schon recht haben. Ich würde ganz gern zu Beginn fragen, Gewaltforscher, wie wird man das? Sie wirken sehr friedlich und sehr zurückhaltend und höflich. Die Beschäftigung mit Gewalt, Sie haben begonnen als studiert Russland, Zarenreich, dann kam Stalin als Forschungsgebiet. Wie kam es dazu? Es ist ja im Grunde der Kontext des Friedens, der einen dazu führt, sich für Gewalt zu interessieren. Gewalt ist ja nur deshalb für uns interessant als ein Thema. Gewalt ist ja für uns als ein Thema nur deshalb interessant, weil wir in befriedeten Räumen leben und weil uns Gewalt verstört. Wir sind irritiert, wenn Menschen einander schlagen, umbringen, vergewaltigen. Das kommt in unserem Alltag in der Regel nicht vor.
Menschen, die in Gewaltkontexten leben, in Bürgerkriegen, die interessieren sich nicht für die Analyse von Gewalt. Das ist irgendwie für jedermann klar, was da passiert und dass man gewappnet sein muss. Im Grunde kam die Beschäftigung mit der Gewalt aus der Verwunderung darüber, wie Menschen in den totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts Dinge von unglaublicher Grausamkeit tun konnten. Und zwar ganz normale Menschen, so wie Sie und ich, die in ihrem normalen Alltag keiner Fliege etwas zuleide tun konnten, die dann aber offenbar überhaupt keine Probleme hatten, andere Menschen in großer Zahl umzubringen. Und meine Frage war, wie kann es geschehen, dass Menschen, die im Frieden aufwachsen, unter bestimmten Bedingungen Schwellen überschreiten? Warum tun sie das eigentlich? Und ich bin sehr schnell zu der Überzeugung gekommen, das hat ganz wenig mit Motiven, Überzeugungen und Ideen zu tun, sondern mit den Räumen, deshalb heißt das Buch ja auch Räume der Gewalt, und den Situationen, in denen sich Menschen befinden. Und die entscheiden in der Regel darüber, ob es für Menschen eine sinnvolle Option ist, Gewalt auszuüben oder es zu unterlassen. Und das habe ich in den letzten 15 Jahren gemacht, erst am Beispiel der stalinistischen Gewalt in der Sowjetunion und dann eben so als Resümee meiner Beschäftigung mit Gewalt auf einer abstrakteren Ebene. Und jetzt seit einem Jahr beschäftige ich mich damit nicht mehr, weil man das mal 10 Jahre machen kann, danach muss man aber davon weg, weil es einfach schlechte Laune macht. Ah, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja verschiedene Formen von solchen extremen Gewaltexzessen einer gesamten Gesellschaft, natürlich den Holocaust. Bei Goldhagen war das ja so ein bisschen angedeutet, dass das in den Deutschen, in den Österreichern drinnen steckt und dann halt rauskam. Dann gibt es sowas wie in Ruanda passiert ist, das sehr rassistisch und politisch gelenkt war. Und soweit ich das verstanden habe, ist die politische Geschichte bei Ihnen, bei Stalin auch von zentraler Bedeutung. Also der politische Wille dazu und die politische Anordnung, dass das passiert. Natürlich brauchen Sie in Diktaturen immer den politischen Willen, erst einmal Menschen umbringen zu wollen. Das streite ich gar nicht ab. Zunächst mal müssen Opfer definiert werden und es muss definiert werden, wer weg soll. Aber dann müssen Sie Menschen dazu bringen, zu tun, was sie wollen. Die Schreibtischtäter und die Diktaturen müssen Menschen dazu bringen, etwas zu tun, was sie unter normalen Umständen nicht tun. Wenn Sie sich mal, wenn man das am Beispiel der NS-Verbrechen beschreibt, und das hat der Goldhagen damals überhaupt nicht gesehen, dieses Problem, dann wird sehr klar, dass die Nazis ein feines Sensorium dafür hatten, dass sie ihre Mordexzesse nicht im bürgerlichen Sicherungsraum umsetzen konnten, sondern dass sie diese Mordexzesse in einen Raum verlagern mussten, in dem es keine Staaten mehr gab. Die sie sozusagen auf eine Weise verwüstet hatten, dass es dort keine bürgerliche Gesellschaft, keinen Rechtsstaat, überhaupt keine staatlichen Organe mehr gab. Die Nazis hatten große Schwierigkeiten, die Juden aus Dänemark zu deportieren, weil sie den dänischen Staat intakt gelassen hatten und deshalb es so etwas wie zivilen Widerstand geben konnte. Den polnischen Staat hatten sie zerstört, da gab es nichts mehr. In den sowjetischen Gebieten, die sie erobert hatten, hatten sie Tabula Rasa gemacht und sie konnten dort in diesem Raum erst einmal tun, was sie sich vorgenommen hatten. Vor allem aber, und das ist das Wichtigste, sie konnten die Täter in diesen Räumen dazu bringen, alle Hemmungen zu überwinden, weil die Täter erstens fernab ihrer Heimat, ohne Beobachtung von Familie, Kindern, Freunden, Verwandten, Bekannten, das Innerste, was in ihnen schlummerte, aus sich herausholen konnten. Das Zweite war, sie wussten, dass sie nicht bestraft werden würden, weil niemand überleben würde dort, niemand würde Zeuge sein für das, was sie getan hatten. Und vor allem konnten sie nicht weggehen. Sie waren in militärischen Formationen unterwegs, in denen am Ende die Weigerung, einen Befehl auszuführen, viel schwerer wog, als Menschen umzubringen. Und das Erschreckende, was man feststellen kann, ist, dass Menschen in solchen Situationen sich sehr schnell daran gewöhnen zu töten. Am ersten Tag fällt es ihnen noch schwer. Am zweiten Tag fällt es leichter. Sie sehen, dass auch die anderen töten. Nun gut, wenn es die anderen tun, dann kann es ja nicht falsch sein, was ich tue, wenn es alle machen. Und wenn einem noch der Vorgesetzte sagt, es ist richtig, weil der Staat, dem du dienst, das möchte, was du tust, dann fällt es Tätern noch leichter. Wenn sie am Ende sehen, dass überhaupt niemand sich darüber beklagt, was sie machen, dann ist das am Ende eine Tätigkeit wie jeder andere. Das Interessante ist, dass die gleichen Menschen, die das taten, nachher in den 50er Jahren wieder zwischen ihren Gartenzwergen sitzen konnten, ihre Kinder küssen konnten und sie auf dem Schoß haben konnten, ohne dass das ein Problem für sie war. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie
konnte das der Gesellschaft, und das ist ja, wenn man so will, zwar vielleicht nicht gerecht, aber für die Gesellschaft fast positiv gewesen, dass das eine gesamte Generation von Tätern dann wieder friedlich wurde oder vordergründig friedlich wurde, dass die deutsche Bevölkerung friedlich wurde. 1945 ist ja ein unglaublicher Change oder Wechsel, der da passiert ist. Und bis zu einem gewissen Grad war der ja auch nach Stalin über die Jahre, natürlich nicht so in einer Zäsur, aber bis, wenn man so will, 1989, wie kann das einer Gesellschaft gelingen, das wieder wegzubekommen? Ich glaube, das Problem ist, dass sich der moralische Referenzrahmen verschiebt, wenn Sie in eine Gewaltsituation kommen. Wenn Sie in Situationen kommen, in denen Sie Uniformen tragen, eine Waffe haben und in der alle anderen auch töten, dann verschiebt sich der moralische Referenzrahmen, weil das Töten jetzt geboten und nicht verboten ist. Wenn es geboten ist, dann sind Menschen sehr schnell bereit, sich auf die Situation einzustellen. Und wenn die Gewalt wieder verboten ist, dann kann man sehr schnell auch wieder umschalten. Es geht also immer darum, ob Menschen das, was sie gerade tun, für ein normales Verhalten halten. Wenn Gewalt ausgeübt wird und diese Gewalt wird empfunden als Abweichung von normalem Verhalten, dann wird es schwierig. Dann hat man Gewissensbisse. Dann ist es extrem schwierig, weiterzumachen, wenn das moralisch negativ konnotiert ist. Wenn Sie aber im Krieg, wo von allen erwartet wird, dass Sie töten, wenn Sie dort töten, dann ist das etwas, was moralisch nicht verwerflich ist. Und dann können Sie damit auf eine ganz andere Weise umgehen. Und natürlich konnten Menschen, die dann wieder im Frieden lebten, sich auch sagen, nun, das ist eine andere Situation, jetzt ist es moralisch verboten, aber unter den Umständen, unter denen ich vorher gehandelt hatte, war das etwas, was sozusagen in Ordnung war. Ich konnte da mit mir im Reinen sein, ganz unabhängig davon, ob Täter am Ende traumatisiert waren, weil sie mit den Bildern, die sie im Kopf hatten, leben mussten. Aber das immerhin können Menschen sich einreden. Sie müssen, wenn sie Gewalt verüben wollen und wenn sie sie ertragen wollen, müssen sie sie vor sich und vor anderen rechtfertigen. Und das fällt leichter, die Rechtfertigung von Gewalt, wenn man Gewalt unter einer Bedingung ausgeübt hat, in der das alle für normal hielten. Wie entsteht denn Gewalt in so kurzer Zeit, so plötzlich in einer Gesellschaft? Ist das Diktatur? Ist das Hass? Es gibt ja immer unterschiedliche Möglichkeiten, Gewalt auszuüben. Gewalt ist ja zunächst einmal, das wird oft übersehen, genauso wie Liebe und Empathie, ist Gewalt eine Möglichkeit, die wir alle haben. Wir können schlagen, wir können treten, wir können Waffen bedienen, wir können andere Menschen umarmen, wir können sie aber auch schlagen. Wir müssen das nicht, aber wir können es immer. Das ist eine Potenz. Popitz sagt immer, der Mensch muss nicht töten, aber er kann es. Und weil er es kann, ist der Mensch verletzungsmächtig, er kann andere verletzen, aber er ist zugleich, und das weiß er auch, verletzungsoffen. Und weil er auch verletzungsoffen ist, ist er gar nicht an Gewalt interessiert, in der Regel, sondern an Sicherheit. Und weil man an Sicherheit interessiert ist und weiß, der andere kann auch töten, schafft man sich Mechanismen, die Gewalt verhindern. Gewalt tritt aber immer dann auf, wenn diese Mechanismen außer Kraft gesetzt sind. Was sind das für Mechanismen? Mechanismen, ich würde mal sagen, Mechanismen der Machtbildung. Wenn Menschen wissen, dass das, was sie tun, bestraft wird oder Konsequenzen hat, dann überlegen sie sich möglicherweise, ob sie Gewalt als eine Handlungsressource einsetzen. Also wenn ich hier mit den Gästen heute Abend unzufrieden bin, die mir widersprechen, habe ich ja Möglichkeiten. Ich kann rausgehen und sagen, das interessiert mich gar nicht, ich kann das kann weghören. Ich könnte aber auch aggressiv werden und Menschen schlagen. Aber ich weiß in der Folgenabschätzung, dass das für mich ganz unangenehme Folgen hätte, nicht das täte, wenn ich einfach meinen Aggressionen freien Lauf ließe. Das wissen wir alle. Aber es kann Situationen geben, in denen die Gewalt tatsächlich eine sehr attraktive Handlungsoption ist. Zum Beispiel ein Mensch, dem niemand zuhört, der nichts zu verlieren hat, dem es völlig wurscht ist, ob er von der Polizei abgeholt wird, für den kann das eine attraktive Handlungsoption sein, weil er weiß, wenigstens habe ich jemanden geschlagen. Ich habe einen Machtgewinn erzielt, wenn er auch nur von kurzer Dauer. Sind das zum Beispiel Terroristen, die bis zum gewissen Grad auch so rekrutierbar sind, glauben Sie? Ja, Terroristen erzielen ja noch einen sehr viel größeren Machtgewinn, weil dort in der Regel, wenn wir uns mal auf den islamistischen Terrorismus begrenzen, da hat man ja oft das Phänomen, dass Leute, die vorher Drogen verkauft haben oder als Zuhälter gearbeitet haben, plötzlich ein Angebot bekommen, das
so verlockend ist wie kein anderes, nämlich das Angebot, du bist nicht nur ein starker Mann, du wirst eine Waffe bedienen, du wirst viele Menschen töten, du kommst dafür ins Paradies, aber noch das Allerwichtigste dabei ist, alle Welt wird über dich reden. Du wirst in Erinnerung bleiben. Du bist nicht ein armseliger, kleiner Drogendealer. Du bist etwas Besonderes. Und für diesen... Und die Jungfrauen. Ja, die Jungfrauen sind natürlich auch interessant. Aber ich glaube, an all diese Dinge glauben die Leute gar nicht. Mhm. Weil sie kurz bevor sie die Bomben zünden, müssen sie eine Schwelle überschreiten. Da denken sie nicht ans Paradies, sondern sie denken daran, dass sie jetzt Menschen töten, dass sie wichtig sind, dass sie einmal in ihrem Leben bedeutungsvoll sind und dass sie ganz vielen Menschen im Gedächtnis bleiben werden. Man wird sich an jemanden erinnern, der das getan hat. Das ist für einen Loser, der nichts ist, unwiderstehlich. Gewalt kann eine attraktive Handlungsoption sein, weil Menschen, denen sonst niemand zuhört, einen Machtgewinn erzielen können. Und das ist in Kriegen, in denen sozusagen die Welt auf den Kopf gestellt wird, besonders attraktiv. In Bürgerkriegen hätten wir beide wäre Intelligenz und Bildung wäre sozusagen ein Nachteil in der Auseinandersetzung. Und die Muskelkraft und die Geschicklichkeit, mit Waffen umzugehen, würde mangelnde Intelligenz kompensieren. Und plötzlich eröffnen sich für Leute Räume, für die vorher gar nichts da war. Und die können jetzt sozusagen jetzt einen Bedeutungsgewinn erzielen, den sie unter normalen Bedingungen gar nicht hätten. Daran kann man sehen, dass das Gerede davon, dass Gewalt keine Lösung ist und dass Gewalt, dass das Unsinn ist, weil natürlich für viele Menschen unter bestimmten Bedingungen Gewalt eine Lösung ist. Für uns hier nicht, aber unter anderen Bedingungen schon. Und deshalb bricht sie auch immer wieder aus, sonst würde sie ja irgendwann einmal aufhören. Im Nationalsozialismus war es ja definitiv so, dass auch in Städten wie Wien Menschen plötzlich Macht bekommen haben und sich angeschlossen haben und Gewalt ausgeübt haben, die kaum Chancen gehabt hätten, sich sonst irgendwo aufzufallen. War das bei Stalin auch so ähnlich oder nicht so stark wie den NSDAP auf? Ja, es gibt ja nichts Attraktiveres, als wenn Menschen, die nichts sind, wenn sie plötzlich mit Erlaubnis der Staatsbehörden und dem Rechtssystem ermächtigt werden, andere Menschen zu erniedrigen. Das tun nicht alle, aber es gibt Menschen, die es dann tun. Und diese Diktaturen wissen sehr genau, wie sie sozusagen die Instinkte bei solchen Leuten, wie sie diese Instinkte instrumentalisieren können. Das wissen Diktaturen ganz genau, das war auch in der Stalinzeit so. Die Leute, die im NKWD, im Geheimdienst gearbeitet haben als Killer, die kamen von unten, sie kamen aus dem Dorf, die meisten kamen aus dem kriminellen Milieu und sie hatten da plötzlich eine Aufgabe. Sie konnten mit dieser Aufgabe, Menschen umzubringen, Geld verdienen. Und sie hatten einen alltäglichen Machtgewinn, den sie erzielen konnten. Und sie machten das nicht mehr als Kriminelle, sondern sie waren jetzt in dem Bewusstsein, taten sie das, Diener eines Staates zu sein. Und das bringt diese Leute, das hat man nach dem Krieg ja auch immer gesagt, wieso, wir haben ja nichts Falsches gemacht, das war ja erlaubt. Das haben die anderen ja auch gemacht. Das sind ja so die Rechtfertigungsstrategien, die man anwendet. Und das wissen Diktaturen auch, dass irgendwann, wenn sie den Leuten das erlauben und sagen, das ist moralisch geboten, was ihr macht, ihr dürft Juden schlagen oder sie zwingen, ja, die Straße zu putzen, das ist das, was ihr dürft, weil das erlaubt ist, dann reden sich Menschen, die einen Machtgewinn erzielen wollen, irgendwann ein, naja, das haben die anderen auch gemacht, das war doch erlaubt, was habt ihr denn, wie kann man das denn kritisieren? Und in der Stalinzeit findet man genau die gleichen Mechanismen, dass Leute dafür eingesetzt werden, die sonst keiner brauchte und die niemand hören wollte und die man dafür benutzt. Im Grunde ist es ein Mechanismus, den man in fast allen Diktaturen findet. Soziale Mobilität und Partizipation ist wichtig in Diktaturen. Und sie funktioniert oft über die Mobilisierung von Gewalt. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, es gibt die allgemeine Wahrnehmung, die durch Statistiken nicht wirklich abzusichern ist oder zum Teil widerlegt ist, das ist immer, wie man es genau liest, dass die Gewalt in unserer Gesellschaft zunimmt. Man kann das aber festlegen auf Mord pro Kopf oder Schlägereien in Schulen etc. Da gibt es auch andere Trends. Würden Sie diesen Befund sagen, die Gewalt nimmt zu? Ich glaube, der Fehler, der gemacht wird, ist, dass man Gewalttaten kategorisiert und sie zählt. Darauf kommt es gar nicht an. Es kommt gar nicht darauf an, ob die tatsächliche Zahl der Gewalttaten zugenommen hat, sondern es kommt darauf an, wie Menschen sich im öffentlichen Raum fühlen.
wenn sie sich schlecht fühlen und Angst haben, dann kann man jemandem nicht sagen, aber die Gewalt hat doch, hier ist die Statistik, nicht zugenommen. Das ist Unsinn. Wenn sich jemand so fühlt, dann hat das einen Grund. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. In den 50er und 60er Jahren gab es in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich, das weiß ich nicht, gab es noch Postboten, die Menschen Geld nach Hause brachten, die sogenannte Postanweisung. Bis vor kurzem in Österreich auch noch so. Ja, Postanweisung. Da ist ein Postbeamter mit einer großen Umhängetasche durch die Gegend gelaufen und hatte Tausende von Mark in seinem... Das wussten aber alle, dass das so war. Das hat überhaupt niemand thematisiert. Der englische Bobby ist unbewaffnet gewesen, weil die Kriminellen, selbst die Unterwelt in den 50er, 60er Jahren, eine unausgesprochene Vereinbarung mit der Polizei hatte, dass Waffen gegen die Polizei nicht eingesetzt werden. Das schafft so einen Vertrauensraum, in dem Menschen sich ganz bewegen, als sei es das Normalste von der Welt. Und jetzt kann man sagen, natürlich war möglicherweise die Gewaltkriminalität in den 50er Jahren höher als heute. Aber sie war berechenbarer. Man wusste, wo die stattfand. In der Stadtviertel, wo diese Gewalt stattfand, ging man gar nicht hin. Aber man wusste, in meinem Viertel passiert das nicht. Und man wusste, der Geldbriefträger wird nicht überfallen. Auf die Polizei wird nicht geschossen. Auf Schulhöfen wird geprügelt, aber es gibt Regeln. Wer auf der Erde liegt, wird nicht getreten. Es gibt keine Messer. Deshalb kommt man mit dem Zählen von Gewalttaten gar nicht weiter. Was das Unangenehme an Gewalt ist, oder was es unangenehm macht, was wir gerade erleben, ist, dass wir keine Erwartungssicherheit mehr haben. Wir können nicht mehr sicher sein, dass wir unter allen Umständen, wenn wir am Morgen das Haus verlassen, nichts passiert. Weil bestimmte Vertrauensmechanismen, die sich in den westlichen nationalstaatlichen Gesellschaften eingespielt hatten, eben nicht mehr da sind. Die sind nicht mehr da. Deshalb hat sich das Sicherheitsgefühl subjektiv verändert, unabhängig davon, ob es tatsächlich die Kriminalität zugenommen hat. Es ist sozusagen dieser zum Teil Risse in diesem Vertrauenssystem, die das Problem sind, und die Qualität von Gewalt. Und dass die Gewalt überall und zu jeder Zeit auftauchen kann und dass man sich davor schützen muss. Bestimmte Dinge sind einfach nicht mal normal, die einmal normal waren. Das hat sich, glaube ich, stark geändert. Deshalb plädiere ich immer dafür, schaut euch die Lebensräume von den Leuten an, die Erfahrungen, die sie haben. Weil in Berlin mache ich die Erfahrung, in bestimmten Stadtteilen kann man zu bestimmten Uhrzeiten abends, geht eine alleinstehende junge Frau einfach nicht mehr in die U-Bahn. Lässt es einfach lieber bleiben. Das war sicher vor 30 Jahren noch etwas anders, wenn man darauf vertrauen konnte. Im öffentlichen Raum passiert nichts, in einem Park ist man mehr oder weniger sicher, in einer U-Bahn auch. Das ist nicht mehr so. Auch wenn nichts passiert, hat sich dieses Gefühl natürlich verändert. Und das muss man, denke ich, ernst nehmen, dass sich das verändert hat. Ist das in Berlin so, dass es eine importierte Unsicherheit? Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, dass es eine importierte Unsicherheit gibt. Es gibt, glaube ich, was man sagen kann, ist, dass wenn in relativ kurzer Zeit 1 bis 2 Millionen Menschen aus anderen Ländern in ein Land einwandern und diese Menschen vor allen Dingen junge Männer sind, ohne Familie und ohne Ehefrau, ist erstmal das Frustrationspotenzial dieser jungen Männer ziemlich groß, der Testosteronspiegel ist hoch. Diese Leute haben keinen Erfolg, sie sitzen in diesen Aufnahmelagern herum, wo es langweilig ist, die können die Sprache nicht. Die Probleme sind mannigfaltig, wir kennen sie alle, ich muss sie gar nicht aufzählen. Der zweite Punkt ist, dass viele von diesen Menschen, die kommen aus einem Kontext, kommen, in dem man gut beraten ist, Fremden mit Misstrauen zu begegnen, weil es keinen bürgerlichen Sicherungsraum gibt, weil es kein staatliches Gewaltmonopol gibt, weil die Polizei korrupt ist, weil man gut beraten ist, sich auf die Familie, die Verwandtschaft, das engste Stadtviertel zu beschränken, weil man die Erfahrung gemacht hat, was man mit Gewalt erreichen kann. Und jetzt kommt man plötzlich in einen völlig anders gearteten Kontext, in dem die Polizei schwach wirkt, weil die Polizei eben nicht knüppelt, weil sie nicht schießt, weil sie nicht autoritär ist, weil man das in unseren Gesellschaften einfach nicht braucht und nicht haben will. Das erweckt aber den Eindruck, hier seien manche Dinge einfach erlaubt und gestattet. Das kann man Menschen gar nicht übel nehmen, dass sie das so wahrnehmen. Und dann wird plötzlich die Gewalt
in diesem Raum, in dem wir leben, zu einer attraktiven Handlungsressource für Menschen, die keine Bildung, keine Macht und keinen Einfluss haben und die Erfahrungen machen über Jahre, weil sie eben in prekären Verhältnissen leben, dass sie Verlierer sind. Und sie machen die Erfahrung zu Hause, die Leute, die auswandern, sind ja eher nicht die Allerärmsten, sondern sind eher die sich es leisten können, sie auf den Weg zu machen mit einem Smartphone und haben die Kommunikationsmöglichkeiten, sich auf den Weg zu machen. Sie machen die Erfahrung, dass sie plötzlich zwar besser leben, aber dass sie sozial absteigen. Sie machen die Erfahrung hier, dass sie besser leben, aber dass sie sozial hier ganz unten sind. Das waren sie dort, wo sie herkamen, nicht. Und all diese ganzen Faktoren machen Menschen unglücklich, unzufrieden, aggressiv. Und wenn sie sozusagen gelernt haben, mit Gewalt umzugehen, wenn das in ihrem Herkunftsland etwas war, was zu ihrem Alltag gehört, dass man darauf vorbereitet sein muss, nun gut, dann würde ich sagen, dann ist es auch attraktiv, sich hin und wieder einzusetzen, um denjenigen, von denen man sich erniedrigt fühlt, zu zeigen, wer der Herr im Haus ist oder wer der Herr auf der Straße ist. Ich glaube, es wäre naiv anzunehmen, dass mit Einwanderung nicht auch solche Probleme produziert werden. Das kann in 5 Jahren schon wieder ganz anders aussehen, wenn Integration gelingt und wenn diese Leute eine Chance haben. Ja, wenn sie Erfolg haben, dann verschwindet so ein Problem auch wieder. Über Integration sprechen wir dann gleich. Noch einen anderen Punkt. Was Rudy Giuliani in New York gemacht hat, war ja nichts anderes als mit drakonischen Mitteln eine vom Verbrechen geplagte Stadt zu säubern, wenn man so will. Und das mit sehr radikalen Methoden gemacht hat und zum Teil auch mit der Einschränkung von dem, was Liberalität und Toleranz und Offenheit in New York bedeutet hat. Und trotzdem hat es funktioniert. Glauben Sie, dass das ein Modell ist, das auch in europäischen Städten wie Berlin passieren wird müsste, und zwar jetzt relativ unabhängig von Migration? Ja, natürlich. Das muss passieren. Ich bin ein Russland-Historiker und deshalb kann ich Ihnen genau sagen, was passiert, wenn Ordnungen zusammenfallen. Wir machen uns deshalb davon ganz falsche Vorstellungen, weil wir nicht erlebt haben, was das eigentlich heißt, wenn eine Ordnung zerfällt. Wenn eine Ordnung zerfällt, in der Sowjetunion ist Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre die staatliche Ordnung komplett zusammengebrochen. 1993 gab es 30.000 Tote bei Bandenkriegen in Russland. Man muss sich das vorstellen, was das für eine Zahl ist. Ich habe selber erlebt, wie vor Restaurants Männer in ballonseidenen Trainingsanzügen mit Kalaschnikows und Handgranaten saßen und aufpassten, dass da keine Bomben reingeworfen wurden. Die Straßenkriminalität war abenteuerlich. Man konnte ausgeraubt werden. Die Polizei war nur noch ein Anhängsel krimineller Banden. Der Freiheitsverlust, der unter solchen Bedingungen entsteht, ist dramatisch. Die Leute konnten zwar unter Jelzin alle 4 Jahre irgendwo ein Kreuzchen machen, aber dazwischen erlebten sie eine grassierende Kriminalität, den Zerfall von Ordnung, und sie konnten von der Freiheit, die sie angeblich hatten, gar keinen Gebrauch machen. Und jetzt hat man mit dem Putin-Regime zwar eine autoritäre Ordnung, nur das Paradoxe, was jetzt entstanden ist, ist, dass die Freiheitsspielräume der Leute sich erweitert haben unter einer autokratischen Ordnung. Das ist irgendwie paradox. Aber das ist das, was passiert ist. Man kann also sehen, dass man, wenn man überhaupt eine, deshalb formiert sich ja jetzt auch in Russland wieder Zivilgesellschaft, dass man erst einmal eine funktionierende Ordnung haben muss, die einem den Freiheitsspielraum schafft, indem man die Zeit hat, die Muße hat, sich für Bürgerrechte überhaupt erst einzusetzen. Wer seine Umgebung verwüstet, wer seine Umgebung den Kriminellen überlässt, wer das staatliche Gewaltmonopol aufgibt, wird am Ende die liberale und offene Gesellschaft zur Disposition stellen, weil derjenige ist den Kriminellen und denen, die das Recht des Stärkeren auf ihrer Seite haben, das Spielfeld überlässt. Und das ist das Ende von Freiheit. Unsere Freiheit, das vergessen wir oft, beruht darauf, dass wir sozusagen unsere Freiheit gegen andere, die sie uns nehmen wollen, erzwingen können. Dass wir einen Erzwingungsapparat haben, der funktioniert. Und dieser Erzwingungsapparat, das vergessen wir, muss hin und wieder einmal ein Machtwort sprechen, damit jene, die Ordnung zerstören wollen, wissen, dass sie es nicht dürfen. Und das ist das, was Giuliani in New York gemacht hat. Er hat das Leben sicherer gemacht. Im Central Park können Sie jetzt auch am Abend herumlaufen. Sie können da joggen, das können Sie alles. Da werden keine Frauen mehr vergewaltigt. Ich würde sagen, ist ein Fortschritt, weil es Menschen
nicht nur das Leben sicherer macht, die Vertrauensbeziehungen zwischen Menschen nehmen wieder zu. Wenn sie wissen, ich kann da herumlaufen und jeder, der mir begegnet, den kann ich mit höflicher Nichtbeachtung begegnen und muss nicht Angst haben, wenn ich ihm in die Augen schaue. Und offene Gesellschaften beruhen genau auf diesem Prinzip. Der Nationalstaat des 19. Jahrhunderts war ein großes Friedensprojekt. Und es hatte so mit dem Soziologen Simmel zu sprechen, erst ermöglicht einander mit höflicher Nichtbeachtung im Leben zu begegnen. Ich kann dem anderen so begegnen, weil ich weiß, ich habe von ihm nichts zu befürchten, weil wir das alle voneinander wissen. Wir haben nur vergessen, dass das eine Leistung dieses Nationalstaatsprojekts des 19. Jahrhunderts war, dass es in den meisten Ländern der Welt nicht gibt. Fahren Sie mal nach Kolumbien oder Brasilien und bewegen sich dort einmal. Da wird niemand einfach, ohne sich umzudrehen, in einer Straße herumlaufen. Das führt zu unglaublichem Stress und Sie müssen unglaublich viele Dinge in Ihrem Alltag organisieren, um sich zu schützen. Wenn Sie aber eine offene Gesellschaft haben wollen, dann muss Sie der Staat von all diesen Entscheidungszwängen entlasten. Und wenn Sie entlastet sind davon, um Ihr Überleben zu kämpfen, dann haben Sie die Möglichkeit, mit anderen in einen offenen Austausch zu treten. Die liberalen Gesellschaften beruhen auf einem starken staatlichen Gewaltmonopol. Darauf beruhen sie. Alles andere ist einfach falsch, etwas anderes zu behaupten. Sie haben den Nationalstaat des vergangenen Jahrhunderte genannt. Wer heute nationalstaatlich denkt, gilt schon gleich mal als böser Rechter. Sehen Sie auch jetzt, heute, aktuell den Nationalstaat für ein mögliches Erfolgsmodell? Der Nationalstaat, das wird ja vergessen, war ein großes Erfolgsmodell. Er hat die Ständegesellschaft überwunden, in der Menschen organisiert waren, in denen Menschen bestimmten Gruppen angehörten, die bestimmten Privilegien ausgestattet waren. Der Nationalstaat war eine genuin europäische Erfindung, die dazu geführt hat, dass Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten vor dem Gesetz gleich waren und dass der Staatsbürger entstand. Das ist erstmal eine großartige Sache. Es kann keine Weltgesellschaft von Staatsbürgern geben. Die wird es nicht geben. Der Nationalstaat ist der Raum gewesen, der es ermöglicht hat, in einem überschaubaren Rahmen zu definieren, wer zu einer Gemeinschaft gehört und wer nicht. Er hat ermöglicht, dass es den Sozialstaat gibt, weil der Sozialstaat daran gebunden ist, dass Menschen zu einem Club gehören, der auf der Verabredung beruht, dass wir alle etwas in diesen Club einbezahlen und etwas wieder herausbekommen. Das geht nur, wenn der Club definiert ist, und dass es Grenzen gibt, ist schon deshalb gut, weil wenn es keine Grenzen gäbe, könnte man nirgendwo hinflüchten, wo es sicher ist. Deshalb sind Grenzen wichtig und sie sind gut, weil sie einen Rechtsraum definieren und einen Friedensraum definieren. Und der Nationalstaat ist einer, der auch den Primat des Politischen sozusagen sichert. Den Primat des Politischen gegenüber dem Ökonomischen. Wenn wir uns nur noch von ökonomischen Strukturen lenken lassen, dann ist es schnell vorbei mit unserer Freiheit. Der Nationalstaat ist sozusagen der Rahmen, in dem unsere Freiheit gewachsen ist. Ich möchte den nicht aufgeben, weil er uns Spielräume ermöglicht, Handlungsspielräume ermöglicht, die wir nicht hätten, wenn wir nicht definieren würden, was zu uns gehört und was nicht zu uns gehört, wo Grenzen sind und wo die Grenzen von Sozialstaaten sind. Sie haben gerade die Notwendigkeit von Grenzen betont. 2015 sind diese Grenzen, so sie überhaupt Grenzen noch waren, endgültig aufgehoben worden, als hunderttausende Menschen sich auf dem Weg von Krisengebieten nach Europa gemacht haben, über den Balkan, jetzt über das Mittelmeer. Da hat man gesehen, dass die staatliche Autorität das nicht verhindern kann. Sie haben damals Angela Merkel sehr, sehr heftig, oder sie haben sie kritisiert für ihre Politik und für ihre wir schaffen das Umarmung. Was ist denn da Ihrer Meinung nach genau passiert? Weil ich hatte da mitunter den Eindruck, das ist ein Doppelspiel. Man sagt außen nach außen, ja, wir sind gut und edel, und in Wahrheit wird an der Grenze dann ohnehin ein bisschen kontrolliert, zumindest nach sehr kurzer Zeit. Ich habe damals eigentlich weniger die Flüchtlingspolitik kritisiert als die Tatsache, wie man in Deutschland damit umgegangen ist, indem man überhaupt gar nicht mehr rational über das Problem gesprochen hat, indem die Medien geradezu auf fast gleichgeschaltete Weise Leuten eingeredet hat,
man dürfe und müsse über das Problem nur noch in der verordneten Sprache reden, nämlich in der Refugees Welcome Sprache. Was ich mir erwartet hätte, wäre gewesen, dass die Kanzlerin gesagt hätte, das machen wir jetzt, der Druck ist zu groß, jetzt wird die Grenze geöffnet, das machen wir für ein halbes Jahr, bis der Druck abnimmt und dann überlegen wir uns, wie wir das machen. Wir präsentieren der Bevölkerung einen Plan, wie wir das machen. Stattdessen hat man gesagt, wissen wir nicht. Es wurde gesagt, wir wissen nicht, wer da kommt, wissen wir gar nicht. Wir wollen es auch gar nicht wissen und wir können auch nichts tun, weil das sowas wie eine Naturkatastrophe ist. Man kann das nicht lenken und steuern. Gut, ich hätte erwartet, dass Politik, die etwas will, mir sagt, wie sie das organisieren will. Wenn Politik das nicht kann, dann kann sie abtreten und das den Beamten überlassen. Die Beamten haben ja am Ende das Problem bewältigen müssen. Politik muss aber irgendwelche Ziele setzen, muss sagen, wie soll das in 5 Jahren aussehen und wird es in 10 Jahren aussehen? Und welches Programm und welche Struktur haben wir dafür? Das hätte ich mir gewünscht, dass der Druck groß war, war ja völlig klar. Es war sicherlich unklug, die Grenzen zu öffnen, weil das dazu geführt hat, dass die anderen europäischen Länder gesagt haben, dann machen es die Österreicher, die Deutschen und die Schweden. Und wir können gucken weg, ist nicht unser Problem. Und dann anschließend zu sagen, jetzt werden aber die Flüchtlinge verteilt, war, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich dumme Vorstellung, dass das gelingen würde, dass dann die Polen sagen würden, bitteschön, ja, dann beteiligen wir uns jetzt an dem Problem. Das war gar nicht zu erwarten. Das war strategisch extrem unklug. Und strategisch unklug war es auch, den Leuten nicht zu sagen, erstens, warum macht man das? Einfach denen zu erklären, weil wir deutschen Weltmeister im Gutmenschentum sind, ist ja nicht überzeugend. Das überzeugt ja niemanden. Weil irgendwann nach einem Jahr auch bei den begeistertsten Leuten der Enthusiasmus weg war und der Alltag, der triste Alltag wieder eintritt und man Probleme lösen muss. Und dann erwartet man doch einfach, dass gesagt wird, wie man das macht. Der zweite Punkt, den ich nochmal wichtig finde, ist, dass klassische Einwanderungsländer und Österreich und Deutschland sind inzwischen klassische Einwanderungsländer, dass die sich überlegen müssen, wie sie das organisieren wollen. Man kann nicht offene Grenzen haben und einen Sozialstaat. Man kann das eine haben oder das andere, aber beides nicht. Gut, man kann auf dem Standpunkt stehen, die neoliberalen Eliten in der Ökonomie wünschen sich das, den Sozialstaat abzubauen und sozusagen die Löhne zu senken und auf dem Billiglohnsektor die gnadenlose Konkurrenz zu haben. Das wünschen die sich, aber da muss man sagen, dass zukünftig wir nur noch wie in den USA im 19. Jahrhundert einen Rechtsstaat haben, der regelt die Beziehungen zwischen den Menschen, das staatliche Gewaltmonopol und sonst ist jeder seines Glückes eigener Schmied. Und der Rest interessiert uns nicht. Aber das ist doch etwas, was die meisten Menschen eigentlich nicht wollen, weil die sehen den Sozialstaat, der an den Nationalstaat und die Grenzen gebunden ist, als eine große Errungenschaft wahrnehmen. Es kann aber nicht funktionieren, dass man Millionen von Menschen durch einen Sozialstaat alimentiert, der von denen, die arbeiten, finanziert wird. Das kann man vielleicht 1-2 Jahre machen, aber auf Dauer wird das nicht funktionieren, weil die Abgaben steigen werden. Aber wir machen schon ziemlich lange. Ja, wir machen schon ziemlich lange, die Abgaben steigen ja auch. Und die Folgekosten müssen ja irgendwann bewältigt werden. Also auf lange Sicht ist das kein, na klar, man kann die Verschuldung nach oben treiben, das ist ja auch das, was in Deutschland passiert. Das kann man alles machen, auf lange Sicht ist das aber keine kluge Strategie. Also man muss sich überlegen, wie man Einwanderung organisieren will. Und in Deutschland wird sie leider gar nicht gesteuert, sondern sie wird über das Asylverfahren organisiert. Das Asylverfahren, was ja eine hohe Errungenschaft ist, die man nicht zur Disposition stellen sollte, das Asylverfahren ist aber natürlich eines, das gar nicht danach fragen darf, woher jemand kommt, was jemand kann und wer jemand ist, sondern da wird nur danach gefragt, ist er verfolgt oder nicht. Das kann aber nicht sozusagen als Einfallstor für eine organisierte Einwanderungspolitik sein. Die haben wir in Deutschland gar nicht. Man bräuchte ein vernünftiges Einwanderungsgesetz, das einem irgendwie klar machte, wer einwandern kann. Abgesehen davon, vielleicht kann ich diesen einen Gedanken noch anfügen, der mal übersehen wird. Wenn Sie jetzt Einwanderer mit ökonomischer Potenz anwerben wollen, etwa Leute aus Indien, die werden sagen, warum soll ich nach Deutschland gehen? Erstens, Deutsch muss ich lernen. Warum soll ich in ein Land gehen, in dem die Abgaben so hoch sind? Warum soll ich da eigentlich hingehen? Die Abgaben sind viel zu hoch. Und warum soll ich in ein Land gehen, das hauptsächlich Leute
anwirbt, die ökonomisch nicht potent sind. Warum soll ich mich da niederlassen? Da gehe ich lieber in die USA. Man kann also auch sehen, dass man durch eine verfehlte Einwanderungspolitik auch Leute sozusagen abschrecken kann, die unter anderen Umständen Deutschland für ein attraktives Land gehalten hätten. Und ich finde das wichtig, dass wir Leute und Menschen anwerben aus aller Welt, die Deutschland für ein attraktives Einwanderungsland halten, nicht deshalb, weil es einen funktionierenden Sozialstaat hat, von dem man profitieren kann, sondern weil man da gut leben und gut arbeiten kann. Dazu gehört das eben auch. Und das haben wir in Deutschland nicht. Und das habe ich damals kritisiert. Das Asylverfahren ist nicht dafür gemacht worden, 2 Millionen Menschen dadurch zu schleusen. Dafür war es nicht gemacht. Und das wird im Augenblick auf eine absurde Weise. Diese Verfahren dauern ja Jahre. Wer sollte den abarbeiten? Und niemand kann im Grunde überprüfen von Menschen, die ihre Pässe weggeworfen haben, ob sie tatsächlich verfolgt sind, wo sie herkommen und was die Gründe sind. Am Ende werden sie alle bleiben. Aber dafür war das Asylrecht nicht gemacht. Man sollte das wieder klarer trennen zwischen Bürgerkriegsflüchtlingen, zwischen Asylbewerbern und Einwanderern, die kommen, weil man sie braucht, die sich dafür bewerben können. Und daran fehlt es in Deutschland leider. Kann die Integration von so vielen Menschen innerhalb so kurzer Zeit, nämlich einmal überhaupt gelingen? Nein, das kann sie nicht. Aber das hätte, glaube ich, auch niemand erwartet. Die Politik hat, also manche politische Parteien haben den Leuten das eingeredet, das gehe ganz schnell. Das geht natürlich nicht schnell. Wer zum Beispiel im Alter von 25 Jahren, ich habe mich ja mit bayerischen CSU-Politikern mal unterhalten, die haben so pragmatische Landräte, die dafür sorgen, dass die Leute schnell in Arbeit kommen, das ist ja vernünftig. Und die sagen, na, dann hat man Leute aus Somalien, die sind aus Somalia oder aus arabischen Ländern oder aus Afghanistan, die sind 25 und sind nie zur Schule gegangen. Nun waren die afghanischen Flüchtlinge der 80er Jahre alle hochgebildet, gut ausgebildet, haben sehr schnell einen Arbeitsplatz bekommen. Inzwischen ist durch diesen schrecklichen Bürgerkrieg das Bildungssystem total zusammengefallen. In Somalia gibt es keinen Staat mehr. Die Leute kommen also, sie sind nie zur Schule gegangen. Und sie machen die Erfahrung, eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, ohne dass irgendjemand je zur Schule gegangen ist, ist schwierig. Und die Leute sagen, die sind im Grunde verloren, weil sie das auch nicht mehr aufholen können. Und sie sind extrem frustriert durch diesen Ansehensverlust, den sie hier erleiden, weil sie schon an der einfachsten Ausbildung scheitern. Man kann nur hoffen, dass die Kinder von diesen Menschen Erfolg haben. Und das ist aber Aufgabe von Politik, dass sie sich jetzt darum kümmert. Diese jungen Männer müssen irgendwo müssen sie eine Verwurzelung finden. Wenn sie nicht finden, dann treibt man sie in die Arme der Islamisten, der Gewalttäter oder der Kriminellen. Was soll ein Mensch, auch der keine Perspektive hat, anderes machen, als sich seinen Ansehensgewinn woanders zu holen, wenn er sie in der Gesellschaft um sie herum nicht bekommt? Das aber muss eine kluge Einwanderungspolitik mitbedenken, was die Folgen sind, wenn junge Männer keine Frauen bekommen, weil sie kein Geld verdienen, weil sie, wenn sie keinen Job kriegen, weil sie keine Bildung haben und eigentlich nur immer wieder frustrierende Verliererfahrungen macht. Was das bedeutet. Und ich kann Ihnen das nicht sagen, ob es gelingen wird. Ich bin kein Hellseher. Vielleicht gelingt es, vielleicht gelingt es auch nicht. Vielleicht werden die Probleme in vielen großen Städten in Europa in Zukunft zunehmen. Aber es ist, glaube ich, die größte Aufgabe, die Politik im Augenblick zu lösen hat, zu sehen, dass das nicht explodiert, dass das nicht zu einer explosiven Stimmung in den großen Städten in Europa führt. Ein Patentrezept habe ich dafür auch nicht. Trotzdem, ich will es einfach nur noch mal sagen, damit man mit den Folgen nicht so viele Probleme hat, sollte man sich vorher gut überlegen, wie man Einwanderung organisiert, und man muss sie steuern. Man muss sie steuern, und es ist im Interesse, das will ich noch mal sagen, als jemand, der mit einer Einwanderin verheiratet ist, ich bin mit einer Iranerin verheiratet, die in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen ist, vor den Mullahs geflohen ist, es ist im Interesse all dieser Einwanderer, die ziemlich erfolgreich sind, und viele von denen machen die Erfahrung, dass sie gerade wieder zu Ausländern werden. Dadurch, dass sich die Stimmung in der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Ausländern verändert hat. Das ist auch nicht gut. Und wir unterstellen immer, und stimmt ja gar nicht, dass alle Einwanderer die gleichen Interessen hätten und dass die alle eine große Familie sind und dass auf der anderen Seite die Indigenen, also die Deutschen und die Österreicher, stehen. Das ist ja alles nicht wahr. Sondern auch da gibt es sehr unterschiedliche Gruppen mit ganz verschiedenen, unterschiedlichen Interessen, die diese Art von Einwanderungspolitik auch nicht besonders gut finden.
weil das, was Sie vorher gesagt haben über Somalia und Afghanen, gilt ja für Syrer nicht. Das ist ja innerhalb kürzester Zeit ein Land mit einem hohen Bildungsgrad implodiert. Genau. Und die Menschen, die da gekommen sind, haben durchschnittlich mehr Bildung als jemand, der aus Afghanistan kommt. Ja, und wenn es Familien sind... Die Syrer sind alle nach Deutschland gegangen, wir haben die Afghanen, aber egal. Ja, und wenn es Familien sind, umso besser. Ja. Menschen, die Familien haben, haben ein geringes Interesse daran, ihre Umgebung zu verwüsten oder Verlierer zu sein. Sondern sie wollen Sicherheit, sie wollen Ordnung und sie wollen Erfolg. Und diese Menschen sind hoch motiviert und wollen etwas. Das ist, da können Sie die positive Seite dieser Einwanderung sehen. Nur wenn am Ende Syrien als Staat wiederhergestellt werden wird, und das wird ja hoffentlich irgendwann geschehen, dann werden diese Menschen dort natürlich fehlen. Diese Seite muss man natürlich auch sehen, was in diesen Ländern, aus denen die Menschen kommen, was passiert, wenn die eher gut Ausgebildeten weggehen. Mhm. Ich kenne die Veranstalter, die mir Fragen gegeben haben, die ich jetzt alle nicht gestellt habe, sondern immer nur die Fragen, die mir natürlich selber einfallen. Die kommt aber noch, nämlich was hält eine Gesellschaft zusammen? Ich würde nur gerne noch einen kurzen Sprung machen. Sie haben vorher so eine ganz leichte Sympathie für die Politik Wladimir Putins durchscheinen lassen, weil er nämlich das Land sicherer gemacht hat, wenn auch autoritärer. Sie wurden heftig dafür angegriffen, dass Sie in dem Ukraine-Russland-Konflikt sich dafür ausgesprochen haben, vielleicht auch die russische Seite ein bisschen näher zu beleuchten und dass das ziemlich gleichgeschaltet gewesen sei in den deutschen Medien. Auch in Österreich war das eine Debatte. Woher kommt denn das? Also mich hat es ein bisschen verwundert, weil früher waren jetzt die, also sagen wir jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, rechts der Mitte waren auch nicht mehr Russland-Liebhaber als links der Mitte, logischerweise, aus der Vergangenheit resultierend. Und jetzt scheint das aber so zu sein. Also die Linke ist massiv Putin-kritisch und die Journalisten auch. Und die Herzen haben ganz klar für die Ukraine geschlagen. Wie kam das und woher resultiert das, glauben Sie? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das hat damit zu tun, also erstmal würde ich sagen, ich bin kein Putin-Freund. Und ich behandle ihn auch nicht gesagt. Mit Sympathie behandelt, haben Sie gesagt. Leichte Sympathie durchklingen lassen, habe ich gesagt. Ja, okay, leichte Sympathie durchklingen lassen. Ich würde mir nicht wünschen, eine Ordnung, wie es die in Russland gibt, in Deutschland zu haben. Das würde ich mir nicht wünschen. Ich bin ein Verfechter der offenen und der liberalen Bürgergesellschaft und das ist Russland nicht. Was ich mache, ist nur, dass ich versuche, Menschen zu erklären, dass es viele, viele gute Gründe geben kann, eine autoritäre Ordnung zu haben. Und dass man das verstehen muss. Und das versteht man nur auf dem Hintergrund einer Gewalt- und Unordnungs- und Chaoserfahrung, die man gemacht hat. Und Putin hat diese Situation verändert. Und selbst diejenigen, die ihn nicht mögen, und das sind nicht wenige in Russland, schätzen ihn dafür und verstehen überhaupt nicht, warum man im Westen das nicht begreift. Dass der Freiheitsspielraum der meisten Russen größer geworden ist und nicht geringer, weil es ihnen besser geht als früher, weil sie Ordnung und Sicherheit haben und weil sie darauf verzichten können, alle 4 Jahre irgendwo ein Kreuz zu machen. Das ist jetzt nicht das Zentrale für Menschen, die vorher ums Überleben gekämpft haben und in Geschäften Schlange standen und deren ganzes Vermögen verloren gegangen war durch das Ende der Sowjetunion. Und damit jetzt zusammenhängt die Frage, warum ist das in Europa so gekippt? Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, das hat mit der Repräsentation Russlands zu tun, als einer konservativen Ordnung. Russland ist ein konservatives Land und konservativ ist man immer dann, wenn man sozusagen in prekären Situationen leben muss und weiß, was es bedeutet, wenn Ordnungen erschüttert werden. Wenn Leute das wissen, wie fragil und prekär das ist, dann sind sie konservativer als Leute, die das gar nicht zu befürchten haben, weil sie irgendwo woanders hingehen können oder weil sie alle Möglichkeiten der Welt haben. Deshalb ist die Repräsentation dieses Staates national, konservativ und autoritär. Das kommt im linksliberalen Milieu in Europa gar nicht gut an, zumal sich Putin als Reaktion auf den Konflikt mit Europa mit den konservativen, autoritären und rechtspopulistischen Parteien in Europa verbindet und sehr klar macht, die unterstütze ich, um Europa zu destabilisieren. Da muss man sich nicht wundern, dass Putin unbeliebt ist. Was aber im Westen... Glaubst du, dass das macht? Ja, natürlich. Also was Le Pen angeht, sagt das ja ganz offen, dass sie dem Front National Geld geben und dass sie sich freuten, wenn Le Pen die Wahl gewinne.
Das würde Motivation, die Motivation, damit Europa zu destabilisieren. Ja, das ist ganz klar. Das hören Sie auch in Russland auf der Straße. Das Interessante ist nur, was im Westeuropa, ich sage eher Westeuropa, weil Polen und Ungarn nochmal etwas ganz anderes sind als Frankreich und Deutschland. In Russland halten sich die Eliten für die eigentlichen Europäer. Wir haben ja so eine Vorstellung von Europa, die in den letzten 20 Jahren erst gewachsen ist. Ein Europa ohne Grenzen, kosmopolitisch, ein Europa, das Einwanderung gut findet, multikulturell ist, all das. Das halten wir so für Europa und vergessen, dass wir in Deutschland noch bis in die 70er Jahre den Paragraphen 175 hatten. Ja, wo Homosexuelle unter Strafe gestellt wurden bei sexuellen Beziehungen. Wir hatten ihn sogar länger, ja. Ja, oder Abtreibungsverbote oder was. Oder dass man in Deutschland mussten Frauen noch bis 1970 den Ehemann um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten wollten. Also all diese Dinge, das haben wir alles vergessen, dass wir das hatten. Dass man über Schwule in den 70er Jahren noch ganz anders redete als heute. Und in Russland oder in Polen oder in Ungarn hält man sich für europäischer, weil man ganz anderes Europa im Blick hat, nämlich das des 19. Jahrhunderts. Nationalstaat, Wohlfahrt, Sicherheit, Ordnung, Machtstaat nach außen hin. Das hat mit den Unsicherheitserfahrungen, die diese Länder gemacht haben in den letzten 100 Jahren, zu tun. Dass man dann ganz anderes Europabild pflegt, das hält man hier für die Repräsentation von rückständigen Waldschraten. Aber wenn man es aus der Perspektive dieser Länder sieht, halten die uns für völlig... Also in Russland, die Deutschen gehen alle auf die Couch, die sind ja völlig verrückt, die zerstören alles, machen alles kaputt, können das überhaupt nicht verstehen. Da gibt es ein richtiges Unverständnis zwischen diesen beiden Welten. Und ich sage immer, man muss irgendwie verstehen, dass Russland niemals Merkel-Deutschland werden wird. Und umgekehrt müssen die Russen verstehen, Deutschland wird niemals wieder ein Bismarck-Deutschland sein. Das muss man einfach irgendwann mal begreifen. Das ist im Augenblick nicht der Fall zur Ukraine-Krise, wenn ich ganz kurz, dass ich das noch mal kurz sagen kann. Wovon man im Westen überhaupt keine Vorstellung hat und immer noch nicht hat, macht mich geradezu wahnsinnig, dass man das nicht versteht, dass Russland und die Sowjetunion das letzte große Vielvölkerimperium in Europa war. Und zwar eines, das relativ gut funktioniert hat. Die Frage ist ja nicht, warum brach die Sowjetunion zusammen? Ist ja nicht durch eine Revolte zusammengebrochen, sondern von oben aufgelöst worden. Sondern die Frage ist eher, warum hat ein vermeintlicher Anachronismus 70 Jahre lang gehalten? Wenn man das Zarenreich hinzunimmt, müsste man sagen, 300 Jahre Vielvölkerreich. So lange? Warum fiel es nicht zusammen? Meine Antwort ist, weil es auch funktioniert hat. Weil die kommunistische Partei der Sowjetunion ein multiethnischer Orden war, der den alten zarischen Adel ersetzt hat. Weil ein Georgier und kein Russe der allmächtige Diktator sein konnte. Oder konnte man sich vorstellen, dass Mahatma Gandhi Premierminister in London geworden wäre. Also man kann also sehen, ein Vielvölkerstaat, der nicht kolonialistisch organisiert war und der in Zentralasien und im Kaukasus als ein Modernisierungsgewinn erinnert wird, die Zeit der Sowjetunion. Es gibt Hunderttausende von multiethnischen Ehen, enge Verbindungen zwischen den Republiken, das Baltikum ist davon mal ausgenommen, und 1991, als die Sowjetunion zerfiel, ich war damals dort als Doktorand für ein Jahr, sind über Nacht, das kann sich in Europa doch keiner vorstellen, über Nacht sind Millionen von Menschen im eigenen Land zu Ausländern geworden. Die Russen, die seit eh und je in Estland lebten, die Abchasen, die immer schon in Georgien lebten, die waren jetzt solche Ausländer. Und stellen Sie sich vor, ihnen macht man klar, Entschuldigung, aber sie sind jetzt Ausländer. Sagt, aber ich habe doch immer schon hier gelebt. Und mit diesen, wäre das fast möglich, ja. Ja, aber mit diesen Folgen mussten jetzt Millionen von Menschen leben. Das alte Imperium war tot. Und für die kleinen Diaspora-Nationalitäten, für die Juden, für die Armenier und so weiter, die mussten sich plötzlich in einem nationalstaatlichen Kontext völlig neu verorten. Hat dazu geführt, dass Zehntausende von Juden nach Europa ausgewandert sind. Das hat Verwerfungen ausgelöst und sozusagen mentale Probleme verursacht in diesen post-sowjetischen Gesellschaften, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und nun stellt sich ein französischer, ein deutscher Außenminister in Kiew auf den Maidan und sagt, das ist hier ein Nationalstaat, das kommt zu Europa und hier mischen wir uns ein. Sich einfach nur vorzustellen, wie das aus der Perspektive Moskaus gewirkt hat, allein dazu waren die westlichen linksliberalen Eliten nicht imstande, die Konservativen übrigens auch nicht.
sich das überhaupt nur vorzustellen, was das bedeutet, weil das ja ein Staat aber war, den das, es über Jahrhunderte gegeben hat. Aber dafür hatte man ja früher Diplomaten. Also genau für solche Fälle hatte man Diplomaten, die das gewusst haben und Vorsicht. War ein Versagen der Diplomatie demnach. Ja, ein Versagen der Diplomatie und ein unglaubliches Missverständnis. Ich würde es vielleicht auch sagen, Unbildung. Jetzt ist ja der, um das nochmal an einem Beispiel deutlich zu machen, um das, warum man das nicht versteht. Der frühere Bundespräsident Gauck ist vor kurzem in Kiew gewesen. Ich glaube, im letzten Jahr ist das gewesen. Da ging es um die Erinnerung an die Terrorherrschaft der Nazis in der Ukraine. Und er hat auch Babi Yar besucht, wo 50.000 Juden von der SS erschossen wurden. Inszeniert wurde das, und die deutsche Seite hat da mitgemacht, ich glaube einfach aus Unkenntnis von der ukrainischen Regierung, als ein Angriff der Nazis auf die Ukraine. Ich habe gesagt, nein, diese Juden waren keine Ukrainer. Diese Juden waren Sowjetmenschen. Sie waren Bürger der Sowjetunion. Und Hitler hat die Sowjetunion angegriffen und nicht die Ukraine. Wie also in kurzer Zeit einfach das europäische Nationalstaatsmodell, das man hier gar nicht mehr haben will, plötzlich auf die ehemalige Sowjetunion angewandt wird, hat mich schon extrem überrascht, wie schnell das funktionieren konnte. Also all das, was man hier nicht haben will, das sollte dort gut sein. Nämlich Nationalstaaten und das Ende des alten Vielvölkerimperiums. Das haben viele in Russland überhaupt nicht verstanden. Wie man da mit zweierlei Maß und auf eine Weise unsensibel mit umging, für die einem eigentlich die Worte fehlen. Sie vertreten ja sehr differenzierte Positionen, jetzt gerade auch, und haben immer wieder mit zumindest Kritik von Kollegen sehen Sie sich konfrontiert. Würden Sie sagen, dass es eine Art Political Correctness Mainstream-Problematik in Deutschland und Österreich gibt und man nur noch Historiker wie Sie, ein paar Journalisten und Harald Martenstein zur Verfügung hat, wenn man sich dagegen wehren will? Ja, das stimmt zweifellos. Mich interessiert das aber gar nicht, sondern ich rede einfach, wie es mir gefällt. Und ich stehe immer auf dem Standpunkt, wer die Aufklärung verteidigen will, der muss unabhängig von der Person, die etwas sagt, ein Argument prüfen. Und das ist das, was ich mache. Mich interessiert überhaupt nicht, wer etwas sagt, ob der links ist, ob er rechts ist, ob er Jude, Katholik oder Muslim ist. Ich will wissen, ob das Argument stimmt. Und eine der großen Errungenschaften der Aufklärung war, dass man unabhängig und von der Person Argumente prüfen konnte. Das tun wir inzwischen nicht mehr, sondern wir haben, man kann also sehr schnell eine Person aus dem Diskurs kegeln, indem man ihr sagt, du bist rechts, du kannst am Diskurs nicht teilhaben, weil das etwas ist, was nicht zur Gesellschaft gehören soll. Oder man sagt, bestimmte Gruppen dürfen nicht beleidigt werden oder bestimmte Gruppen kann man nicht behandeln. Oder eine bestimmte Sprache darf man überhaupt gar nicht verwenden. Aber man muss bestimmte Sprachen verwenden, wenn man beschreiben will, was der Fall ist. Das mache ich. Das ist nicht immer angenehm, weil man anschließend mit den Folgen leben muss, die über einen hereinbrechen. Dass nämlich gar nicht gesagt wird, das Argument von Baborowski stimmt nicht. Da würde ich mich gerne drauf einlassen. Sondern es wird gesagt, das darf der nicht. Der macht das schon wieder. Das darf er aber gar nicht. Darauf lasse ich mich nicht ein. Das will ich nicht, das macht die Aufklärung kaputt, das macht die offene Gesellschaft kaputt und es führt dazu, dass wir alle den inneren Sprachautomaten einschalten, wenn wir irgendwo sitzen. Und ich habe mich dabei ertappt, vielleicht kann ich das noch kurz erzählen, dass ich gelacht habe, weil dadurch in dieser Szene der ganze Irrsinn des politisch Korrekten zum Ausdruck kam, als bei einer Fernsehdiskussion zwischen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten, wo Trump irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm war bei den meisten Leuten, einer der Kandidaten, das war auch Nick Ruby, zu Trump sagte, du bist unmoralisch. Du bist unmoralisch, du korrumpierst andere Leute, du gibst denen Geld, du bestichst die. Und Trump guckt ihn an und sagt, dir habe ich auch Geld gegeben, schon vergessen. Und das war natürlich entwaffnet, das Ganze. So etwas sagt man eigentlich gar nicht. Und hinterher hat er noch gesagt, und Hillary Clinton musste zu meinem Geburtstag kommen, die hatte ich auch Geld gegeben. Und plötzlich stellt jemand das alles auf den Kopf. Das, so unangenehm wie dieser pöbelhafte Mann ist, in dem Augenblick hatte ich das Gefühl, befreiend lachen zu können. Ich fand es großartig, ja? Dass da jemand einfach sagt, ihr seid alle korrupt. Und ich sage das hier vor den Kameras, das hat etwas Befreiendes. Dass man sagt, was der Fall ist und dass man
über bestimmte Sachen einfach herzhaft und öffentlich lacht und dass man es darf. Das finde ich wichtig. Jetzt würde ich eben noch gerne die Frage stellen, nämlich schwierig, weil die Zukunft weiß. Aber glauben Sie, dass wir mal über Trump überhaupt mehr lachen können in Zukunft, in 20, 30 Jahren? Das ist wirklich interessant. Ich habe ja bis vor kurzem immer noch gedacht, das ist eigentlich gar nicht Wirklichkeit. Das ist eine Satire, was da passiert. Was da aufgeführt wird, ist gar nicht wirklich. Aber ich glaube, inzwischen müssen wir, glaube ich, aufhören zu lachen darüber, weil das wirklich ernst ist. Die interessante Erfahrung, die wir gerade machen, ist, dass zur Politik der Alternativlosigkeit, wo immer gesagt wird, das geht nicht, das kann man gar nicht, das ist ohnehin schon entschieden in der Globalisierung. Und jetzt stellt sich einer hin und sagt, nein, das geht. Und der macht es auch noch. Also all das Merkwürdige, was er angekündigt hat, wo alle dachten, macht er sowieso nicht. Hat noch nie irgendein Politiker gemacht. Das macht er einfach. Und Leute sind extrem irritiert, dass da einer dem Primat des Politischen bedient und dass das jemand tut, der aus der Wirtschaft kommt. Das ist ziemlich irritierend. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass das ein neuer Stil wird, dass da jemand vormacht, dass man die Dinge einfach, weil man sie will, verändert. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, mit dem viele Politiker in Europa überhaupt gar nicht umgehen können. Deshalb wird das, glaube ich, bitter ernst. Ja. Und wir müssen uns, glaube ich, wirklich daran gewöhnen, dass Trump tatsächlich das ernst meint, dass wenn die Europäer ihre eigene Verteidigung nicht bezahlen wollen, sie keine Lust mehr haben darauf. Ich glaube, das ist jetzt nicht einfach eine leere Drohung und es ist ernst. Und dass er sich mit Putin über die Köpfe der Europäer hin einigen wird. Da sollten die Alarmglocken losgehen in Europa. Das ist alles ernst gemeint. Ich glaube, es ist Zeit, aufzuhören, über seine Frisur zu lachen, sondern sich darauf einzustellen, dass sich hier sehr, sehr viel ändern wird in den nächsten Jahren. Und wenn der Mann Erfolg hat, wenn er ökonomisch Erfolg hat, wenn dieses Modell Erfolg hat, das wissen wir ja noch gar nicht, dann wird es schwierig. Jetzt in den goldenen 20ern hat ja auch niemand zueinander gesagt im Kabarett, genieße es, es sind gerade die goldenen 20er, sondern es kam dann erst mit dem Rückspiegel der Geschichte zu den goldenen 20ern. Jetzt, Sie haben das vorher recht gut geschildert, dass dieses frei, liberale Hipster-Europa aus Toleranz und gegenseitiger Wertschätzung und in intellektueller, moralischer Überlegenheit, das könnte ja dann ein Prozess gewesen sein, so der 90er und bis zum gewissen Grad noch der Nullerjahre, bis dann die Krisen kamen und die Währungs-, Wirtschafts-, Flüchtlingskrise. Und das war die Angela Merkel, die das repräsentiert hat. Und das waren dann goldene Jahre und kommen dann in 100 Jahren vielleicht erst wieder. Kann das sein? Kann alles sein. Ich finde ja immer, Historiker sollten überhaupt keine Propheten sein. Sollte man überhaupt nicht, man kann nichts vorhersehen. Niemand hat. Also in der Analyse der Jetztzeit? In der Analyse der Jetztzeit kann das sein, aber ich glaube, da wir doch vernunftbegabte Menschen sind und doch immer noch in einer offenen Gesellschaft leben, kann sich das auch wieder verändern. Man kann ja daraus lernen. Man kann ja, wenn man sich den Trump anguckt, sehen, der Primat des Politischen ist tatsächlich etwas, was wir wieder einführen können und können es für bessere Konzepte verwenden als die Trump vertritt. Das können wir ja. Wir können was dagegen halten. Es geht, es funktioniert. Der Nationalstaat, den kann man revitalisieren. Und wenn Europa in der jetzigen Form nicht mehr weiter existiert, nun gut, dann existiert es auf andere Weise weiter. Warum soll es nicht eine Rückkehr zum Europa der Nationalstaaten geben? Das war ja auch ein gutes Modell. Man kann sich alle möglichen Formate doch vorstellen, um die aus der Krise wieder herausführen. Aber ohne die Bürgerbeteiligung, ohne sozusagen ohne eine Realität, in der die Bürger den Staat machen, wird es gar nicht gehen. Was wir im Augenblick haben, ist der Zerfall der Bürgergesellschaften. Und von Hegel stammt diese sehr bemerkenswerte Textpassage aus der Philosophie des Rechts, wo er sagt, wenn es die bürgerliche Gesellschaft nicht mehr gibt, wenn Menschen nicht mehr in Vereinen, in Korporationen, in Ständen organisiert sind und das Leben, alltäglich Leben, diese Art von bürgerlicher Gemeinschaft, dann ist die Gefahr groß, dass der Staat sich in eine Despotie verwandelt, weil er dann nur noch Individuen gegenübertritt. Und wenn der Staat nur noch Individuen gegenübertritt, dann kann er sie gegeneinander ausspielen. Da werden Menschen atomisiert. Das ist das Thema der großen totalitären Diktaturen. Das kann aber auch in,
Demokratien passieren. Hartz-IV-Empfänger, Verlierer, die überhaupt niemand mehr anhören will, die keinen Einfluss mehr haben, die in keinem Verein mehr sind, keiner Partei mehr angehören, die nicht mehr in der Gewerkschaft sind, die alle sind unwichtig. Die fallen raus aus der Gesellschaft. Aber je mehr Menschen da rausfallen, desto schwieriger wird es überhaupt, so etwas wie eine Veränderung der Situation zu bewerkstelligen. Ich glaube, das ist eher die größte Herausforderung, dass sich die Bürgergesellschaft wieder formiert und dass sie Einfluss auf Politik nimmt und dem Staat als eine Kraft gegenübertritt. Das geht im Augenblick gerade verloren. In Deutschland kann man es gut beobachten. Wer spricht nur von Gewerkschaften? Wen interessiert das noch? Welchen Einfluss haben die eigentlich noch? Das war alles mal sehr wichtig für Kommen die Art. Kommen Sie mal nach Österreich. Österreich ist ohnehin ja. Das bessere Modell. So, das können Sie jetzt bitte widerlegen. Wir würden gern Sie jetzt noch einladen, vielleicht ein paar Fragen zu stellen. Das Vorteil ist, Sie können ruhig die Hand heben, ich sehe Sie eh nicht. Ja, also wir schauen ins Dunkel. Aber wenn Sie vielleicht winken oder rufen oder schreien, dann geht es besser. Bitte. Mikro kommt, also eine Person mit Mikro. Wenn Sie die Rückkehr zu den Nationalstaaten für eine Möglichkeit halten, sehen Sie doch nicht das Problem der großen internationalen Vernetzungen, der großen Konzerne und so weiter, wo ein Nationalstaat dann doch eindeutig der Schwächere sein wird und da wahrscheinlich dann nicht mehr so für seine Bürger schauen kann, wie das ein größeres Konglomerat wie ein vereintes Europa machen könnte? Ja, die Gefahr ist natürlich, die ist groß. Aber die Alternative wäre ja zu sagen, wir überlassen es den großen vernetzten Großkonzernen darüber zu bestimmen, wie wir leben sollen. Und da sage ich, würde ich sagen, nein, das können wir nicht wollen. Nationalstaaten haben ja noch andere Funktionen, die das Leben regeln. Ich erinnere nur an den Sozialstaat. Der an den Nationalstaat gebunden ist. Es gibt keinen europäischen Sozialstaat. Es gibt keinen globalen, keinen Weltsozialstaat. Und den wird es auch nie geben. Wenn wir uns von der Idee des Sozialstaates, der uns den großen Frieden gebracht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg verabschieden wollen, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Das ist etwas, was ich nicht will. Und das ist die Aufgabe von Nationalstaaten, einen Sicherungs-, Friedens- und Ordnungsraum zu schaffen, in dem Menschen sich wohlfühlen können, zu Hause sein können. Dafür braucht man einen Nationalstaat. Wer den aufgibt und wer Grenzen aufhebt, der wird zwar bewerkstelligen, der wird zwar bewirken können, dass sich die gut ausgebildeten, die Intelligenten, die Menschen, die 5, 6 Sprachen können und gut ausgebildet sind, dass die sich überall bewegen können. Die werden einen Freiheits- und Mobilitätsgewinn haben, aber alle anderen Menschen eben nicht. Und das kann auf Dauer nicht funktionieren, wenn Globalisierung und Öffnung von Grenzen sozusagen 5% der Bevölkerung einen Gewinn verschaffen, dem Rest aber nicht. Und deshalb glaube ich, dass der Nationalstaat eine wichtige Funktion hat, selbst wenn er in einen Zwiespalt, mit dem gerät, was Sie gerade gesagt haben. Ich sehe keine Alternative zu diesem Modell. Ich habe auch noch keine gehört von Globalisierungsbefürwortern oder von Befürwortern von offenen Grenzen und von Weltgesellschaft, was bitteschön der Lebensvorteil sein soll gegenüber dem Nationalstaat, warum der verschwinden muss. Das hat mir noch keiner erklärt. Schauen Sie mich nicht so an. Bitte. Ich habe gerade. Vielen Dank, Herr Dr. Babarowski, für Ihre klaren Worte zu vielen Themen. Meine Frage hier noch anschließend, Nationalstaat und Steuerpflicht. Kern aller Staatlichkeit, zumindest also mit der Schaffung des westfälischen Modells, ist ja, Untertan, später Bürger, entrichtet Steuer und erhält im Gegenzug Sicherheit. Wie sehen Sie hier die Debatte, gerade auch jetzt vor dem Hintergrund Fiskalunion, europäischer Finanzminister, ob da gewisse Kanäle geöffnet werden, um genau eben vielleicht das in diese Richtung zu lenken? Danke, ich erkenne Karin Kneißl an der Stimme, ich finde das nicht so schlecht, weil ich sehe sie nämlich nicht. Können wir ein bisschen sammeln? Ja, machen wir das, bitte. Ich hätte eine Frage zu einem Nationalismus der Nationalstaat, und wir haben doch über diese autoritären Systeme gesprochen, zu sagen, eben, wenn man sozusagen eine Nichtstaatlichkeit oder Zerfall staatlicher Strukturen sieht, ist natürlich jede Form von staatlicher Struktur erstmal ein höheres Gut, das akzeptiere ich. Meine Frage wäre, wo ist die Grenze dessen? Also ist das dann nicht ein Totschlagargument, natürlich, dass gegenüber jede Form von Unordnung, jede Form von Struktur
erst so etwas wie institutionelle Sicherheit gibt. Also das Spektrum von, wir haben Guliani gesprochen, wir können rüber nach Duterte rübergehen, also nach den Philippinen gehen, um da ein anderes Beispiel zu haben. Und ich habe so ein bisschen das herausgehört, ich überspitze bewusst, vielleicht um da um auf Ihre Antwort noch hinein herauszuhören, ich habe sowas wie so einen entropischen Nationalismus herausgehört, zu sagen, eben, dann sind wir Nationalstaaten, eben Polen, die haben andere Erfahrungen, haben einen anderen Konservatismus. Eines der wichtigsten Momente ist es doch, dass diese ganzen Nationalismen, die wir haben, unheimlich stark auf Abwertung anderer aufbauen, seien es irgendwie Minderheiten oder andere Staaten hinein. Und wenn wir schon von Gewalt sprechen, ja, doch die Frage, was davon eigentlich ein massives Gewaltpotenzial ausgeht, die man auch nicht unterschätzen sollte. Danke, und hier vorne noch, bitte. Ich hätte noch eine Frage an Sie als Gewaltforscher im Zusammenhang zwischen Migration und Gewalt. Und zwar, Sie haben erwähnt, dass Menschen sehr schnell umswitchen können, sozusagen zwischen der Staat gibt vor, Gewalt ist legitim, dann wird Gewalt angewendet und der Staat sagt, Gewalt ist nicht mehr legitim, dann ist die Gewaltanwendung beendet. Wie sehen Sie das im Zuge von Menschen, die in Bürgerkriegen aufgewachsen sind, die über Jahre Gewaltanwendung legitimiert hatten und mit dem aufgewachsen sind vielleicht und im jungen Alter nach Österreich kommen? Welche Faktoren braucht es, damit man wirklich klar macht, dass diese Gewaltanwendung in unserem staatlichen System eigentlich keinen Platz mehr hat? Kann das wirklich so einfach funktionieren? Und was kann der Staat oder natürlich auch die Integration dabei leisten? Danke für die drei großen Kapitel zum Schluss der Veranstaltung, bitte. Ich fange mal mit, roll's mal von hinten auf. Das ist eine wichtige und eine schwierige Frage. Ich glaube, dass wir uns wirklich daran gewöhnen müssen, in den offenen, liberalen Gesellschaften des Westens, dass die Art von Sicherheitsstrategie, die wir bislang hatten, angepasst war an eine extrem befriedete Gesellschaft, in der die Gewalt für die meisten Menschen keine Ressource war. Ein mächtiger Staat zeigt sich ja gerade darin, dass wenig Gewalt ausgeübt wird. Die Schwäche zeigt sich darin, wenn ein Staat besonders viel Gewalt ausüben muss. Das bedeutet nämlich, dass er keine Macht hat. Ja? Sonst müsste er nicht gewalttätig werden. Und unsere Staaten sind deshalb schwach, weil sie das gar nicht müssen, weil wir in unserem Alltag sozusagen intern die Macht mit uns herumtragen. Wir halten bei Rot an der Ampel. Das macht in Ghana fast niemand. Ich kenne da einen Kollegen, der am Goethe-Institut arbeitet, sagt, das halten die für Weihnachtsbeleuchtung. Und ein bisschen witzig gesagt, aber da gibt es keine Polizei, die da irgendwas sozusagen erzwingt. Der Staat ist schwach und wenn er sich zu Gehör bringen will, dann muss der Staat punktuell extrem gewalttätig auftreten. Das brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir aber Menschen, für die aus Gewaltkontexten kommen, die auch wissen, wie man mit Gewalt umgeht oder wie man Gewalt einsetzen kann, um einen Machtgewinn zu erzielen. Ja, jetzt kann man aber nicht sagen, wir sind eine offene Gesellschaft und da reden wir jetzt immer gut zu, sondern da muss jetzt in solchen Kontexten muss jetzt klar gesagt werden, dass das verboten ist und dass der Staat in diesem Fall Gewalt anwendet. Das macht man dreimal, macht es viermal, macht es fünfmal und irgendwann gewöhnt man sich daran, nein, das ist nicht erlaubt, auch hier nicht. Auch wenn die Leute anders herumlaufen oder wenn sie größere Toleranz gegenüber den Verhaltensweisen anderer Menschen haben, ist das etwas, was wir nicht wollen. Das versteht jeder, kulturunabhängig. Jeder Mensch versteht kulturunabhängig, was eine Waffe ist und was sie bedeutet. Und was eine Uniform ist und was ein Polizeiknüppel ist. Das versteht jeder. Da brauche ich kein großes Kulturprogramm, um einfach mal klarzumachen, ihr dürft eure Kultur pflegen, ihr dürft anders sein, aber wir haben uns darauf verabredet, dass nur die Polizei Gewalt ausübt und sonst niemand. So, das ist das klassische staatliche Gewaltmonopol. Das kann man jedem Menschen auf der Welt extrem schnell beibringen und Menschen wissen das auch, dass das so ist. Ja, ich weiß das doch von russischen Kollegen, die herkommen, die wissen, wie es im russischen Dorf zugeht und die sich dann wundern, dass in Deutschland sozusagen ganz andere Regeln gelten, mit denen aber jemand, der im russischen Dorf aufgewachsen ist, gar nicht umgehen könnte. Und die Verlockung groß ist, dann Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun soll. Ich glaube, hier muss man einfach auch mal sagen,
dass sich die Bedingungen von staatlichen Strukturen anpassen müssen auf die Menschen, die gerade Konflikte haben. Es hängt immer von der Art von Konflikt ab, welchen Staat man dann braucht. Der wird sich halt verändern. Was Sie gesagt haben, stimme ich Ihnen zu, das ist richtig. Der Nationalismus des 19. Jahrhunderts war eine große, auf der einen Seite eine große vereinende Kraft. Ja, auch in Ländern der Dritten Welt war es das ja einmal so, in Ägypten zum Beispiel oder in Indonesien, wo auch immer. Überall hat der Nationalismus die sozialen Unterschiede nivelliert. Er hat Staatsbürger produziert, aber, und das ist immer die Kehrseite, der Nationalismus hat immer definiert, wer nicht dazugehört, hat Menschen ausgegrenzt. Deshalb ist er in Vielvölkerimperien besonders fatal, weil dort die Minoritäten, die kein einziges eigenes Territorium hatten, weil der Nationalismus dieser Leute zu Ausländern gemacht hat. Deshalb hat er dort verheerende Wirkung gehabt. Er hat immer diese zwei Seiten und er hat auch immer die Gewaltseite. Und überall, wo Staatlichkeit organisiert ist, ist die Gefahr groß, dass der Staat seine Waffen gegen die eigenen Bürger richtet. Auch da stimme ich Ihnen völlig zu. Nur der Punkt ist, dann zu sagen, dann verzichten wir auf Staat, weil die Gefahr ja so groß ist, wird nicht funktionieren. Das ist so, mein Argument ist, ich weiß, dass der Staat seine eigenen Bürger verfolgen kann. Ich weiß, dass der Nationalismus ausgrenzend wirken kann und unangenehme Folgen hat. Aber beides ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass man einen Friedensraum überhaupt erst auf Dauer schaffen kann. Dass die Gefahr immer groß ist, ist klar. Wir haben in Russland vielleicht einfach Glück, dass Putin und seine Leute sich eigentlich nur bereichern wollen und gar kein Interesse daran haben, das Land zu terrorisieren. Das mag im Fall Erdogans anders sein in der Türkei, weil der was vorhat mit dem Land und großflächig Menschen aus dem Land getrieben werden und verhaftet werden. Da kann man das sehen. Dagegen hilft im Grunde nur so etwas wie bürgerlicher Widerstand, die Organisation der Bürger in gesellschaftlichen Organisationen. Das ist so leicht gesagt, aber eine andere Alternative gibt es dazu ja erstmal im Grunde gar nicht. Die Gefahr ist in autoritären Regimen, in denen es sowas wie Demokratie noch nie gegeben hat, besonders groß, dass es immer wieder zurückfällt ins alte Muster. Und in Diktaturen ist die Gefahr groß, dass durch die Erbfolge ein Verrückter an die Macht kommen kann, der anfängt, sein Land zu terrorisieren. Das alles stelle ich gar nicht in Abrede und ich stimme Ihnen da in jedem Punkt zu. Ich würde nur sagen, wir haben zum staatlichen Gewaltmonopol und zum Nationalstaat, wenn wir einen Friedensraum haben wollen, gar keine Alternative. Es gibt keine. Wir müssen nur in unserem Alltag immer wieder, jeden Tag alles dafür tun, dass der Staat nicht übergriffig wird. Aber als Voraussetzung für unsere offene und liberale Gesellschaft brauchen wir ihn. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass die Nation und der Nationalismus auch eine produktive Kraft sein können. Das kann man ja in Deutschland ganz gut sehen. Deutschland hat sich ja gerade bei der Flüchtlingskrise inszeniert als eine Gemeinschaft der Gutwilligen, der Helfenden, der Nicht-Ausgrenzenden. Das ist ja auch eine Form von Gemeinschaftsgefühl. Wir sind die, die das besser machen als unsere Väter. Wir organisieren das besser. Das ist ja auch eine Form von Nationalismus, aber er ist auf eine gewisse Weise produktiv und nicht destruktiv. Also der hat immer zwei Seiten. Und aus dem Dilemma kommen wir nicht heraus, das Sie beschrieben haben, dass es immer diese zwei Seiten geben wird. Und was die Steuerpolitik angeht, da kann ich einfach nur sagen, bin ich ein solcher Dilettant, dass ich jetzt lieber nichts sage, auf die Gefahr hin, dass ich Unsinn rede. Ich glaube, ich kann mich dazu gar nicht kompetent äußern. Das ist eine Antwort, die Sie von einem österreichischen Experten nur sehr selten hören werden. Ja, ich finde, das war jetzt ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie waren. Danke für dieses interessante Gespräch. Glauben Sie mir, ich würde solche Gespräche gerne öfters in diesem schönen Land führen. Ist nicht immer möglich und es liegt vielleicht nicht nur an mir. Ihnen danke, dass Sie da waren. Wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung und wenn Sie dann raufgehen, bitte nicht den falschen Weg nehmen und in die Erwin-Wurm-Haus hineingehen und sich dort hinsetzen. Das ist ein Kunstwerk. Und wenn Sie auch, obwohl Sie vielleicht politisch nicht ganz dort zu Hause sind, die Presse lesen, dann unterstützen Sie mich, diese Veranstaltung, dass Experten hierher kommen und überhaupt das Gute im Menschen. Danke.